Und damit ein herzliches Willkommen hier zu unserer FNs 23, meine Teamkarriere. Wir sind mit Audi hier in Season Nummer 5 in Spielberg und es steht, ja, der nächste Sprint an. Ich freue mich extrem und dass ihr auch wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch Weihnachten durchgekommen, habt alle das bekommen, was ihr wolltet. Lasst gerne ein Däumchen oben da, das ist das, was ich von euch will und macht auch gern das Abo weg, falls ihr es noch nicht habt und euch mein Content gefällt. 4,3 Kilometer, 3 DRS-Zonen und ja, eine Strecke, die eigentlich nicht besser sein könnte. Unser Auto könnte hier tatsächlich der Favorit werden. Wir gucken uns das Ganze aber jetzt mal an. Letzte Runde hier, Traktionskontrollmittel, KI 95, Shell schalten und auch, ja, Traktionskontrollmittel. Let's go, Turn 1, ein sehr, sehr hürdiger Punkt. Ja, da war der Exit zwar etwas grausam, aber ich konnte hier dennoch ein bisschen Zeit gut machen. Und konnte auch hier im Vergleich zu meiner vorherigen Runde sogar mich verbessern, auch wenn es nur ein paar Tausendstel sind. Hier die Kurve, ich muss sagen, gerade so seit der vierten Season oder so, ist das Auto sehr, sehr schwierig, was die Bremse betrifft. Also man muss da richtig aufpassen, dass da, dass du nicht viel zu spät auf der Bremse bist. Dann hier runter, die war gut, der Exit war verdammt gut und die Zeit, die schmilzt da, die im Plus haben. Jetzt geht es rund um den Bullen, die Kurve, oh mein Gott, mit diesen Autos einfach ein Traum, die kannst du in einer Linie mitziehen und beim Rausbeschleunigen hier einfach gut. Jetzt nehmen wir auch ein bisschen Windschatten mit in die Rindkurve runter, aber auch, dass er uns nicht blockiert, das ist einfach perfekt getimed, auch wenn es nicht getimed war. Aus der letzten Kurve raus, da gehen wir viel zu weit und ja, da mache ich gerade mal 70.000stel gut. Wo werden wir starten? Gucken wir uns das Ganze mal an. Erster Platz, oh yes. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Norris, Sainz, Ocon, Russell, Oscar Piastri, Gasly, Bottas, Theo Pourchaire, Stroll, Senna, Drugovic, Leclerc, Doohan, Albon, Joe, Magnussen, De Vries, Sargent und Liam Lawson. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Es hat tatsächlich für die Pole im Sprint gereicht und das ist mal eine gute Leistung. Let's go, lights out und wir gehen hier gut weg. Ich will nur nicht zu harten Wheelspin haben. Ich weiß, dass es hier in Spielberg ziemlich, ja, steil nach oben geht. Man kann sehr spät bremsen, aber man darf auch die erste Kurve nicht unterschätzen. Wir kommen verdammt gut weg, aber auch Max Verstappen klebt an unseren Heck dran. Dahinter ist ein Riesenloch. Da hat sich eine Riesenkluft aufgetan. Und ich lasse auch innen Verstappen den nötigen Platz zum Atmen. Aber jetzt hatte er natürlich mit der Innenlinie da ein bisschen eine schlechtere Linie gewählt. Und wir sind da direkt die halbe Sekunde aus dem Fenster draußen. Spielberg einfach eine geile Strecke. Jetzt war ich ein bisschen zu late auf der Bremse. Auch weil ich da links vielleicht auch zu lange auf dem Körper drauf war. Und ja, hier runter, das sind halt diese Kurven. Da, am Anfang werden da keine Probleme sein. Aber ich würde sagen, so ab der 7., 8. Runde werden wir dann schon ein paar Probleme hier bekommen. Denn wenn der rote Reifen mal abbaut, dann kannst du das leider nicht mehr stoppen. Ähnlich wie eine Kettenreaktion im Atomkraftwerk. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Hier aus der letzten Kurve raus und wir gehen auch als Führender nach der ersten Runde hervor. Jetzt gucken wir uns mal die Replay an. Und ja, der Mercedes ist gestanden. Das ist, glaube ich, Yuki. Und ja, guckt euch das mal an. Der ist da aufgefressen worden von gleich 4, 5 Gegnern. Da kommt es zur Berührung hinten zwischen dem Mercedes und dem zweiten Red Bull. Ich glaube, das müsste dann Ocon sein. Und ja, da müssen wir auch aufpassen. Da habe ich auch ein bisschen gechuckt. Da habe ich ein bisschen ihn rüber gedrängt. Und ja, dadurch konnte er dann halt auch hier nicht den perfekten Exit haben. Das war ja schon ein bisschen taktisch, aber ich würde mal sagen, noch okay. In der Rindkurve hier, wie immer, ein bisschen zu weit, auch hier in der letzten Kurve. Gott sei Dank sind die Track Limits auch im Spiel hier nicht zu hart eingestellt, denn es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig und ja, man sieht es zwar oder man merkt es zwar, aber erst wenn man dann drüber gefahren ist und da kannst du auch nichts mehr machen. Du musst ja auch eine Kurve vorher schon gefühlt dir diese Kurve irgendwie einprägen oder eine Kurve vorher dich schon drauf vorbereiten und wenn das dann nicht der Fall ist, dass du dann einen perfekten Exit hast, dann ist das kaum möglich. Ja, Russell konnte sich ein bisschen erfangen.
Nein, ich glaube auch, da war der weiter hintere Mercedes. Der ist da beim Start eigentlich, ja, hat profitiert davon, dass eben ihr Yuki den schlechten Start hatte. Jetzt hier aber mal zurück ins Geschehen, dritte Runde. Und ja, es kristallisiert sich auf jeden Fall raus, dass es zwischen ja, Max und uns da um den ersten Platz geht. Wir konnten jetzt mal die schnellste Rennrunde in Rennrunde 4 noch einmal runterdrücken. Das finde ich auch bemerkenswert, also dass wir da so lange auf so einem Niveau fahren können. Das ist echt gut. Auch Russell ist mittlerweile in diesem Kampf dabei. Dahinter würde ich sagen, ist eher tote Hose. Aber was da, ja, da kann auf jeden Fall noch einiges passieren. Die Hälfte ist vorbei und die Reifen, ja, würde ich mal sagen, waren bis jetzt so im ordentlichen Modus. Jetzt müssen wir dann halt auch ein bisschen drauf gucken, da jetzt kommt dann noch so ein bisschen die ersten Abnutzungserscheinungen. Da musst du jetzt auch wirklich ein bisschen, ja, gucken drauf, ob wir das Ganze auch ins Ziel schaukeln können. Runter hier wieder, Full Speed, rechts nicht zu weit. Da war ich schon einmal im Kies, auch im Training. Gucken wir uns mal hier ein paar Ausschnitte an. Runde Nummer 5 und Max hat sich dran gearbeitet. Und das sieht man hier ziemlich gut. Guckt euch mal an durch den Windschatten und auch das DRS. Ist er da auf dem Berg rauf neben uns? Wir konnten uns da mit der Innenseite wehren. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis der Red Bull dann tatsächlich den ersten richtigen Angriff ja, wagen wird. Fünfte Runde, gleiche Szene. Gerade hat er uns versucht, hier zu überholen. Jetzt konnte ich natürlich durch, das, ja, durch den Exit aus der Kurve noch ein bisschen Zeit gut machen. Aber ich merke schon, die Red Bulls haben weniger Reifenverschleiß wie ich, beziehungsweise Verstappen hat weniger Reifenverschleiß wie ich. Und vor allem, jetzt sind die Reifen in einem richtig rutschigen Zustand. Aufgepasst natürlich auch nicht drauf. Und mit diesen hin und her, musste halt auch ja, Temperatur einsparen. Jetzt aber mal hier. Die Reifen sind auf jeden Fall angeschlagen. Ja, in der letzten Kurve immerhin hier keine Track Limits. Das war jetzt die fünfte Runde. Es ist Max Verstappen, der uns hier jagt. 7 Zehntel hinten. Aus dieser Kurve benötigt man, glaube ich, den besten Exit, wie oben an der Spitzkehr. Da ist es, ja, ich glaube, das ist aber dennoch die Kurve, wo du den besten Exit brauchst. Gerade aus Turn 1 raus ist es so verdammt wichtig. Ich war schon wieder zu spät auf der Bremse. Vielleicht, ja, bin ich da einfach zu nervös unterwegs. Ich habe aber kaum Zeit verloren. 1 Zehntel ist Max jetzt nur noch hinter uns aus der ersten Kurve raus. Wir sind in der 7 von 8 Runden. Es wird auf jeden Fall in der nächsten, also in der Gegengeraden, wird auf jeden Fall Verstappen versuchen zu überholen. Der Exit ist also vermutlich unsere einzige Hoffnung, ihn nach hinten zu halten. Und der war toll. Der war super toll. 8 Zehntel, 7,5, konnten wir hier tatsächlich finden. Russell jetzt auch mit dabei im Kampf. Beide innerhalb vom Sekundenfenster. Die Reifen sind jetzt natürlich nur noch so ein bisschen Geduldssache. Letzte Runde, Leute. Max Verstappen 2 Zehntel hinter mir. Erste Kurve muss sitzen. Die war okay. Kein Rutscher. Guter Exit. ERS auch aufgehoben bis hier. Ich warte jetzt aber mal ein bisschen. Denn ich weiß, es wird zum Angriff kommen. Und wir werden hier... Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Das war eng. Ich wusste nämlich auch, dass der Red Bull daneben mir ist. Ich ziehe jetzt hier mal dran. Weiß natürlich, dass da direkt der Konter kommt. Meine dreckigen Reifen, es ist einfach nicht möglich gewesen, hier lang genug dran zu bleiben. Es war ein Schnitt drin, ich weiß, Leute, wir gehen neben ihn hier. Aber Verstappen kann sich hier tatsächlich durchsetzen. Der ist hier runter zum Bullen, einfach an uns vorbeigefahren. In der letzten Runde schnappt sich Max Verstappen. Oh, da innen, da lasse ich jetzt weit die Tür offen. In der letzten Runde schnappt sich da tatsächlich Max Verstappen. Mann, unseren Sprint-Sieg, das werden wir vermutlich nicht mehr kontern können, denn es ist auch kein DRS mehr hier. Hier haben wir das Ganze dann, er setzt sich ja neben uns und ich muss irgendwas machen, aber da war ich einfach viel zu spät. Ja, war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, da nicht zu stark hier reinzugehen in dem Fight. Verstappen war ja an und für sich vorbei, bevor ich hier auch gebremst habe und dann auch hier runter. Da kannst du zwar nebendran bleiben, aber da gibt es halt auch nur diese eine Linie. Huch, huch, huch. Ganz schön enge Sache. Die habe ich nicht so in Erinnerung aus dem Cockpit an. Also da musst du jetzt richtig aufpassen. Es geht aus der letzten Kurve raus. Und ja, natürlich ist ein bisschen Wut dabei. Denn ich konnte mich wirklich so toll durchsetzen. Das ganze Rennen lang konnte ich Verstappen hinten halten. Konnte ich irgendwie
ja, mich da vorne halten, aber dann knapp zum Schluss leider nicht. Das ist echt schade, Leute. Gucken wir uns mal die restliche Startaufstellung an. Das heutige Rennen an. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Tsunoda, Sainz. Ocon, Norris. Oscar Piastri, Bottas. Gasly, Leclerc. Senna, Theo Pourchaire. Russell, Stroll. Drugovic, Doohan. Albon, Magnussen, Sargent, Joe, Liam Lawson und Nick de Vries. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Hier sind wir also nun vom zweiten Platz aus. Ich gehe aber mit der gleichen Strategie wie Verstappen ins Rennen. Let's go! Und wir kommen Welten besser weg als Max Verstappen. Der hatte eine sehr schlechte Reaktionszeit, aber dennoch zieht er da mit der besseren Linie an uns noch einmal vorbei, aus der ersten Kurve raus. Das ist natürlich nicht das, was ich mir erwartet habe, aber ich kann jetzt auch nicht reinhalten in die erste Kurve, das ist unmöglich. Da kommt es zu einem Schaden auch bei unserem Seitenkasten, nicht nur ein Flügel vom Verstappen. Aus dieser Kurve kommen wir gut raus, es sind dennoch 7 Zehntel hinter uns, ist leicht gelb, aber ich glaube, das ist immer normal in Turn 3 in Spielberg, also da musst du auch, ja, da muss es eigentlich immer gelb geben. Ähnlich wie Monaco in der ersten Runde in dieser engen Linkskurve, dann dieser langen Linkskurve, in dieser langsamen, langen Linkskurve. Egal, jetzt heißt es natürlich mal Fokus. Wir müssen uns hier an Verstappen dran robben. Und ich hoffe natürlich, dass wir ab Runde Nummer 3 so nah dran sind, dass uns das DRS dann schlussendlich zu einem Overtake verhelfen wird. Halbe Sekunde ist, glaube ich, eh okay. Yuki mit 1,2 Sekunden Rückstand auf uns ist da leider schon ein bisschen abgerissen. Ich bin mir aber sicher, der kommt wieder dran, denn sobald ich in Verstappens Nähe komme, wird das dann ja ein Hin und Her sein, denn der wird da nicht so leicht nachgeben. Gucken wir uns mal die Start-Replay an und wir sehen auf jeden Fall, Verstappen ist so schlecht weggekommen. Der Red Bull ist gut weggekommen, der Mercedes dahinter saugut weggekommen, aber hier gerade in Turn 1, da wollte ich jetzt auch kein zu großes Risiko eingehen. Ich wollte mir echt nicht den Flügel zerstören. Hier sind wir nun in Runde Nummer 2 und wir halten hier das erste Mal rein, aber ich gehe einfach zu weit beim Rausbeschleunigen, kommt mir einfach dieser Sausage Curb in die Quere und da sehe ich Max Verstappen wieder direkt neben uns und ja, außen können wir uns leider nicht ganz behaupten. Das ERS will ich mir jetzt auch ehrlich gesagt an dieser Stelle besser für was anderes aufheben, denn ich weiß ganz genau, hier bist du sowieso der letzte, ihr wisst, was ich meine, wenn du hier drauf hältst. Perez gegen Leclerc, wir hatten viele, viele Overtakes hier, ich glaube, es war auch mal ein Haas dabei, also du bist du wirklich an der falschen Stelle. Zwei Zehntel sind es jetzt nur noch. Yuki dankt natürlich durch dieses Hin und Her zwischen mir und Verstappen, ist Yuki jetzt ganz, ganz nah an uns dran und ich muss mich fast mehr von ihm fürchten wie von Verstappen. Auch er jetzt mit der schnellsten Rennrunde. Top Job, aber ist natürlich auch klar, denn er war halt auch der drittschnellste. Und wenn sich zwei streiten, dann freut sich ja immer Yuki Tsunoda. Nein, Spaß. Jetzt aber kommen wir hier angeschossen, den Berg hinauf. Wir gehen nach links, weil Max eben innen abcovert. Das gleiche Szenario gab es schon einmal zwischen Verstappen und Leclerc. Jetzt auf das ERS on. Und wo nimmt der die Base her? Wo nimmt Max Verstappen diesen Speed her? Ich weiß zwar, dass ich jetzt vorne bin, aber ich muss ihn natürlich in genug Platz lassen. Und der, Halleluja, der geht da richtig, richtig hardcore rein. Ich muss jetzt hier die Tür für Yuki zumachen, denn der ist auch schon da. Und dahinter Esteban Ocon, Carlos Sainz, alle gaunen ein bisschen auf meinen Platz hier. Außen schaffe ich gerade noch so, an dem Japaner vorbeizugehen. Das macht natürlich jetzt wieder gut Platz für Max Verstappen. Der kann sich hier jetzt einen kleinen Vorsprung rausfahren. Ist aber auch nur eine halbe Sekunde. 15. Fünfte Runde, Leute. Gleiches Szenario. Ocon ist jetzt mittlerweile an Yuki vorbei und Max ist immer noch vor uns. Jetzt aber lassen wir uns Zeit. Ich nehme das ganze Terrace hier mit. Probier es noch nicht, ihn hier zu überholen. Der ist on. Er ist on. Jetzt kommen wir angeschossen. Und er deckt wieder innen ab. Diesmal probiere ich es aber auch innen. Es kommt hier ganz, ganz nah und wir schaffen es. Wir quetschen uns an Max Verstappen vorbei und übernehmen hier die Führung in Spielberg bei unserem Heim Grand Prix. Was für ein Rennen, Leute.
bis jetzt einfach mal schon gefühlt 5 Rennen hintereinander gefahren. So ein Hin und Her gegen Max Verstappen hatte ich schon echt lang nicht mehr. 3 Sekunden haben wir zum dritten Platz schon Zeit gut gemacht. Das Ding ist halt jetzt, es wird später noch regnen im Rennen. Ich weiß aber natürlich nicht, wann es kommt, wie lange es kommt und vor allem auch, ob es stark ist oder ob man mit Slicks weiterfahren kann. Deswegen werde ich, glaube ich, mal alles auf die normale Strategie setzen. 10., 11., 12. Runde in die Box kommen. Und je nachdem, wie lange oder wie gut die Reifen halten. Jetzt kommt Verstappen hier wieder angeschossen. Er saugt sich hier dran. Wir machen das gleiche wie in der ersten Runde. Mal lassen ihn hier wenig Platz, aber diesmal hat das auch nicht für mich gereicht. Ich muss hier den Notausgang wählen. Zack, mach auch hier genug Platz. Ich glaube, ich bin auch jetzt nicht irgendwie dirty auf die Strecke zurückgekommen. Verstappen setzt sich neben uns. Es wird wieder ganz, ganz eng hier, doch diesmal steckt Verstappen zurück. Was ist das denn bitte jetzt für ein Kampf gegen Max Verstappen? Gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Hier dann gehen wir an ihn mal vorerst vorbei. Das war das in der zweiten Runde. Und gerade hier dieser Sausage Curb, der hat so viel Zeit gekostet. Und im Windschattenduell ist dann Verstappen easy an uns dran gefahren und dann leider auch vorbeigefahren. Das war dann diese Szene, wo fast der Mercedes wieder an uns vorbeigefahren. Nein, das war ja noch gar nicht das. Das war ja noch immer noch in der zweiten Runde. Jetzt hier die dritte Runde. Turn 1 beherrsche ich jetzt schon langsam besser. Da sind wir sehr gut rausgekommen. Im Windschatten konnte ich mich da auch ran sorgen. Das Jury ist auch das erste Mal offen. Dann direkt innen abgedeckt von Verstappen. Wir sind dann außen irgendwie, wollten da vorbei. Hat aber nicht gereicht. Das ist einfach hier gerade so auf einer Strecke wie Spielberg ganz, ganz schwierig. Da gehen wir auch außen vorbei und das reicht halt immer nicht. Verstappen wusste das natürlich auch. Ich muss ihn doch innen genug Platz lassen zum Atmen. Gehe auch weit neben die Strecke, weil ich eben Schiss hatte, dass der uns da vielleicht übersieht, irgendwie abdeckt oder so. 8. Runde mittlerweile, Leute. Es ist keine Spur von Regen hier, aber Verstappen ist hier. Und auch Yuki. 2,1 Sekunden. Jetzt Verstappen setzt sich hier neben uns. Das wird aber wieder nicht reichen. Und das war ein dummer Manöver. Ein sehr, sehr dummes Manöver. Denn jetzt bekommen wir auch noch das DRS auf dieser langen Geraden. Und Verstappen hat gar keine Chance, da irgendwie zu kontern. Also das war nicht gerade mit Intelligenz gemacht. Aber war natürlich klar, es ist so ein bisschen, ich muss irgendwie was tun. Zugzwang, Pritulie und so weiter. 8. Runde mittlerweile. Und was machen wir von der Strategie hier? Die Reifen scheinen noch okay zu sein. Jeder hinter mir hat Rot. Sprich auch, wir werden jetzt nicht stark von dieser Strategie abweichen. Aber schwierig. Es ist echt schwierig. Bisschen zugezogen. Ich entscheide mich dennoch, hier 12. Runde reinzugehen. Wir holen uns den gelben Reifen. Hoffentlich, lasst uns hoffen, dass dieser gelbe Reifen uns nicht unglücklich machen wird, dass wir heute durch diesen Extra-Stop, wenn es nicht stark regnet, sind wir der Hero, und wenn es dann stark zum Regnen beginnt, könnte das eine dumme Entscheidung gewesen sein. Jetzt einmal hier zurück. Stop war okay. Bisschen lang gestanden für meinen Geschmack. Jetzt hier raus und Verstappen kommt zwar hinter uns raus, aber das ist natürlich, wir sind auf den 6. Platz zurückgefallen. Theo Pourchaire, bitte kein Safety Car. Come on, das wäre der Worst Case. Irgendwie Safety Car oder so. Dann wäre es komplett vorbei. Also wirklich, dann wäre das Rennen hier tatsächlich noch schwieriger als wie sonst so. Ich frage auch nach dem Wetter immer wieder, denn es ist schwierig, das Ganze. Doch zurzeit noch trocken. Es schaut trocken aus. Das ist sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass es auch noch länger so bleiben wird und dass das hier keine dumme Entscheidung war. Ich habe auch zwischenzeitlich dran gedacht, irgendwie auf den roten Satz noch einmal zu gehen, falls es dann doch stärker wird. Können wir dann einfach irgendwie darauf zurückgreifen, aber das war mir dann auch ein bisschen, es regnet. Es hat zu tröpfeln begonnen, Leute. Das ist gar nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Und vom Tröpfeln waren wir in der Box drin und sind jetzt mittlerweile nur noch 6. Der Max Verstappen ist hinter uns und wir müssen uns hier irgendwie ans Wetter dran tasten. Es ist genau das gekommen, was ich befürchtet habe. Es ist vom Tröpfeln in Starkregen gegangen. Und dann oder halt mal ins Wascheln. Da mussten wir jetzt auf die Inters gehen. Und das ist natürlich gar nicht gut. Doch ich habe eine coole Ansicht hier. Dann gucken wir uns mal an, was vorhin in der Box passiert ist, Leute. Wir kommen rein zum zweiten Stop.
Was natürlich jetzt nicht optimal war. Wir mussten auch jetzt hier leider ein bisschen warten. Aber guckt euch das mal an. Ja, Senna war drinnen. Und guckt euch den Stopp an, Leute. Es ist Weltrekord. 1,8 Sekunden. Damit haben wir den schnellsten Boxenstopp, den jemals ein Team gemacht hat, gleichgezogen. Nicht unterboten, steht leider nicht genau. Aber 1,8 Sekunden in dem Game, das ist schon ziemlich stark gewesen. Natürlich ein bisschen bitter, wenn man nimmt, dass das zu weit raus. Turn 1 ist jetzt echt schwierig unter diesen schweren Bedingungen. Gerade mit TSC-Mittel, du musst dich dran tasten. Die KI war es on point. Die müssen hier bremsen und fahren dann halt einfach weiter. Puh, das wird eine Verwarnung geben, oder? Ja, das war nicht klar, denn das war meine Schuld. Das ist Gott sei Dank kein Flügelschaden. Auch bei Stroll kein Schaden, aber natürlich ist das auch ein bisschen, ja, mit einem Bleifuß hier bin ich unterwegs und das darf ich auch nicht. Ich habe so viel Wut natürlich mit. Ich meine, du führst da so hart, dir das Ganze erkämpft und dann trotzdem, ja, durch diese dummen Extra-Stop-Konten habe ich das Ganze verloren. Ich habe das komplett, ja, missachtet. Wenn ich da Runde 10 reinkomme, hätte ich da viel mehr Zeit gehabt auf trockener Strecke, irgendwie mir was, ja, Besseres zu erfahren. Jetzt so ist es halt ganz, ganz blöd. Das ist wirklich extrem bitter geworden. Hier wieder, es ist so schwierig. Diese Bedingungen sind so katastrophal. Es ist einfach unmöglich, hier auf einer geraden Linie zu fahren. Es ist so schwierig, du lenkst ein, das Heck kommt, du rutschst. Es ist halt einfach ganz, ganz rutschig hier. Auch wieder Turn 1. Das war, ja, eine ganz, ganz nahe Tuchfühlung hier mit Lance Stroll. Ja, und dann probieren wir es hier mal außen. Es ist, ich habe nichts zu verlieren, Leute. Jeder Platz ist wichtiger, ist eine wichtige Platzierung, ist ein wichtiger Punkt, den wir hier mehr machen, als wir verloren hätten. Ich meine, haben wir jetzt mal einen Puffer zwischen uns und Max Verstappen, jetzt auch an Carlos Sainz dran, wir sind mittlerweile in der 20. Runde, gehen hier mal rein und ja, er lässt das Ganze zu und das ist natürlich ganz löblich. Aufs Podium würde ich schon gern, dritter Platz ist jetzt schon mal vor mir, Pierre Gasly, Ayrton Senna zwar 4,3 Sekunden vor mir, aber ja, ich glaube auch nicht, dass wir den irgendwie noch holen können, ich weiß noch nicht genau, was Esteban Ocon da rausgeworfen hat, also das ist wirklich abnormal, der ist da gefühlt 20 Sekunden vor Senna oder so. Also, wirklich, glücklich sind die Bekloppten. Es ist wirklich so. Die bleiben da ewig draußen mit ihren abgeranzten roten Reifen, verlieren, keine Ahnung, Sekunde um Sekunde auf uns. Aber natürlich, der Regen zur richtigen Zeit gekommen. Ja, ich verliere hier komplett die Fassung. Mann, jetzt geht gar nichts mehr. Das Auto ist rutschig wie Sau. Ich bin so froh, dass mir da ja, die FIA Gott sei Dank nicht für jede Scheißüberschreitung hier irgendwie eine Verwarnung oder so gibt. Es ist wirklich ganz, ganz komisch zu fahren. Es ist rutschig, es wird immer stärker, dieser Regen. Wir kommen hier am Berg rangeschossen an Pierre Gasly, wird das Ganze reichen. Es ist ähnlich wie gegen Lance Stroll. Und natürlich verbremse ich mich hier. Was denn auch sonst? Wir sind zwar vorbei, aber ja, ich hake das Ganze ab. Es ist wirklich eine unfassbare Frechheit, was uns da heute alles widerfahren ist. Es ist einfach grauslich zu fahren, es ist einfach Kacke und ich bin froh, dass das Ganze vorbei ist. Das Rennen hätte so geil werden können. Headline, epischer Fight mit Max bis zur Ziellinie. Nein, was haben wir jetzt? Regenschlacht im Mittelfeld um, keine Ahnung, das Podium. Und das ist dann wirklich gar nicht mehr so schön. Hier gegen den McLaren, das war dann Strolly Boy, außen. Ganz, ganz easy war das. Wir hatten da die viel bessere Traktion. Auch frag mich auch nicht, warum oder wie oder was. Ich bin ganz, ganz froh, dass das einfach so einfach war. Und dann hier noch einmal gegen den Sansi Boy. Gegen den konnten wir uns da auch easy eigentlich durchsetzen. Das waren noch die saubereren Überholmanöver. Auch wenn ich hier ganz, ganz spät auf der Bremse dran war, waren wir hier ganz, ganz okay an ihm vorbei. Jetzt sind wir in der letzten Runde mittlerweile. Und Senna, du musst dich eigentlich fast schämen. Du startest, ja, du warst einmal weniger in der Box wie ich und wir kommen trotzdem fast Punkte oder zeitgleich ins Ziel. Das finde ich dann schon irgendwie nicht so, naja, egal. Aber trotzdem, Senna auch wirklich ein tolles Rennen gefahren und mit dieser Strategie hat er sich einfach mal durchgesetzt und aufs Podium gehauen. Er hat Fahrer rausgehauen wie Yuki oder hinter sich gelassen, wie Verstappen, auch Sainz jetzt mit einer guten Strategie unterwegs.
wirklich eine tolle Strategie. Esteban Ocon hat verdient das Ganze gewonnen. Der hat da durchgehalten, ist mit dem roten Reifen, auch wenn der tot fast war, ins Ziel gekommen. Tolle Leistung von dem Franzosen, aber natürlich auch von Senna. Ich bin stolz. Doppelpodium für das Audi-Team. Besser geht's fast nicht. Natürlich wäre ein Win cool gewesen, aber man kann nicht immer gewinnen, Leute. Es war trotzdem ein geiles Rennen und gerade zum Schluss mit diesem ganzen Regen aufpassen, hat das richtig viel Spaß gemacht. Gucken wir jetzt mal die Siegerehrung an. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg gebracht hat. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Es war wirklich wichtig, dass sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich halten konnten. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Und hier sind wir nun, Leute. Wir nehmen 22 Punkte mit, verlieren 6 gegen Esteban Ocon, der echt ein würdiger Gegner ist. Der ist wirklich saustark gewesen, gerade so auch am Anfang, also zu Beginn des Rennens, war der wirklich on point da, auch hinten mit diesen etwas härteren der ist ja mit Gelb so gestartet, glaube ich. Also das war ja dann auch trotzdem eine Mega-Leistung. 66 Punkte ist das Audi-Team jetzt vor dem Red Bull-Team, eben weil auch Verstappen halt etwas schwächer abgeliefert hat. Auch Ayrton, ganz, ganz nah in der WM noch da, dabei, nur 68 Punkte hinten. Und ja, wir sind da wirklich vorne weg und davon vorerst mal. Ich befürchte leider noch nach der Sommerpause oder so, dass da auf jeden Fall noch was passieren wird, / kann. Aber ich würde mal sagen, das ist dann das Problem von dann. Abonniert gern kostenlos den Channel, falls euch meine Videos gefallen. Es war heute wirklich eine XXL-Folge, auch eben, weil schon länger nichts mehr kam. Ich freue mich und hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich habe auch versucht, so fair wie möglich zu fahren. Schaut gerne auf Instagram, IT-Gaming vorbei, während ich hier noch einmal meinen Helm wechsle, denn ich finde diesen gelben Helm schon so ekelhaft. Bitte weg damit, also wirklich. Nächstes Rennen dann Großbritannien. Schaut gerne auch auf TikTok vorbei. Links sind wir alle unten in der Bio. Bis zum nächsten Mal und ciao.